Was mache ich? 50 Jahre alte Autos reparieren, warten, restaurieren. Und die Autos kommen überwiegend aus Bremen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist eigentlich schon eine feine Sache. Hier in Bruchhausen-Vilsen repariert Volker Wischnewski Autos der Kultmarke Borgward. Er hat den Betrieb vom Vater übernommen. Der 72-Jährige hat bei Borgward gelernt und ist der Marke bis heute verfallen. Ich mache das jetzt seit 1954 ununterbrochen. Und wann soll ich denn aufhören? Geht doch nicht mehr. Ich bin über den Punkt drüber weg. Repariert und restauriert werden alle Modelle der Bremer Borgward-Werke. Gefragt ist vor allem das Modell Isabella aus den 50er Jahren. Gut gewartet hält so eine Kiste über 250.000 Kilometer. Die meisten Ersatzteile haben die Wischnewskis auf Lager. Was fehlt, kann auch heute noch nachbestellt werden. Das Problem ist nicht die technische Ersatzteile, das Problem sind eben bei diesen Autos der Chrom, Blech und so weiter. Das ist, was das Auto teuer macht. Darum leisten sich die meisten Borgward-Fahrer ihren Traumwagen erst im Rentenalter, nachdem sie das nötige Kleingeld angespart haben. Eckhard Heise hat sich seine Isabella aus den USA geholt und hier komplett restauriert. Über 20.000 Euro kostet ihn die Borgward-Nostalgie. Das ist ein Jugendtraum. Man muss auch eine Beziehung haben zu Bremen. Kommt natürlich auch dazu. Und man muss in der Zeit, zumindest in der Jugend, das miterlebt haben. Und das hat er. Eckhard Heise durfte als Geselle die Isabella seines Chefs fahren. Mit diesem Modell schwamm Borgward auf einer Erfolgswelle. Mehr als 200.000 Mal wurde es verkauft. Im Herbst 1957 erschien die Arabella. Ein topmodernes Auto, aber keiner wollte es kaufen. Im Frühjahr 1961 stand das Firmengeflecht aus den Borgward-, Lloyd- und Goliath-Werken vor der Pleite. Bemühungen des Bremer Senats, in einer Auffanggruppe die Werke zu retten, schlugen ebenso fehl wie die Bemühungen einiger Händler. In den Betriebsferien im Sommer 1961 dann das endgültige Aus. Über 28.000 Arbeiter mussten ihre Sachen packen. Auch heute noch wird unter den Borgward-Fans wie Gerd Luther heftig diskutiert, wer wirklich schuld an der Pleite war. Doch in einem sind sie sich sicher, Borgward war ein genialer Konstrukteur, aber ein schlechter Geschäftsmann. Dann ist natürlich noch die andere Sache, dass er sich drei Firmen geleistet hat und dreimal die Direktoren und so weiter. Man hätte das auch gut in einer machen können. Bald aber könnte die Marke wieder wie Phönix aus der Asche steigen. Ein Enkel Borgwards plant das Comeback. Bisher gibt es nur Zeichnungen vom neuen Modell. Die Fans sind skeptisch. Meinem Glauben nach, und Glauben heißt ja nicht Wissen, ist das einfach nicht machbar. Überlegen Sie sich nur mal, was Sie an Geld in die Servicestationen reinstecken müssen, in die Werkstätten, Vertrieb. Ja, da hört ein bisschen mehr zu, als so ein bisschen gute Ideen haben. Da wird nichts von werden, bin ich der Meinung. Für Volker Wischnewski ist das zurzeit kein Thema. Er hat genug zu tun mit den Oldtimern. Alleine in Bremen sind noch über 100 Fahrzeuge unterwegs. Für mich wird Borgward auch noch in Zukunft, denke ich mal, weiter existieren. Es sei denn, das Erdöl geht uns aus. Ne? Ja. Ausgehen wird das Erdöl wohl nicht so schnell, aber es wird richtig teuer. Doch das hat die echten Borgward-Fans nie gestört. Nur knappe 9 Liter schluckt die Isabella bei Vollgas.